Ja, nach 10 Monaten Länderspielpause gab es jetzt ein 1:1 gegen Spanien und sofort geht es schon wieder weiter ins 300 Kilometer von Stuttgart entfernte Basel zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweizer Nachbarn. Und ich wollte dir mal gratulieren für deine Expertise im letzten Spiel. Hattest du ja 1:1 getippt, richtig genailed, aber auch vor allem unser Tipp zur Halbzeit war goldrichtig. Ja, Radek, ich möchte dir auch gratulieren, weil wenn wir es jetzt schon einmal geschafft haben, beide das Ergebnis vorauszusagen, das ist ein Novum in unseren Tausenden von Videos. Deshalb Gratulation auch an dich. Danke auch an die vielen Kommentare von euch und auch die Wettvorschläge. So macht es Spaß. Nicht ganz so viel Spaß, finde ich, hat die Nations League gemacht. Da gab es wenig Tore, viele Unentschieden und ja, man hat auch den Rost der Mannschaften gesehen und klar, es geht auch was in der Nations League, aber trotzdem fand ich, kam es mir nicht so vor, als hätte man da überall 100% gesehen. 1:1 trotzdem die Deutschen gegen die Spanier. Jetzt schauen wir mal, wie es gegen die Schweiz läuft. Die haben ja erst 2:1 gegen die Ukraine verloren. Und jetzt erstmal eine Quizfrage an euch da draußen und auch an dich, Radek. Von den Schweizern ist der marktwertvollste Spieler Nico Elvedi von Borussia Mönchengladbach. Wer hat aber von Deutschland den höchsten Transferwert? Kai Havertz, 81 Millionen laut transfermarkt.de. Sorry, falls ihr draußen antworten wolltet, aber ich bin halt einfach so ein Quiz-Gott. Also wenn ich beim Quiz mitmache, gewinne ich immer. Also, du hast sogar hier gegen Uwe Morales in München mal im Stadion gewonnen. Morave, Schlag den Morave und ja, frei saufen, frei essen den ganzen Abend. Also, da war noch bei Premiere oder Sky gab es da schon, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall schon ein bisschen 1. älter, aber es soll nicht um den Uwe gehen. Nein. Es geht um Deutschland gegen die Schweiz. Ja, Havertz, wertvollster Spieler mit 81 Millionen. Was hilft uns das jetzt, Radek, bei diesem Spiel? Naja, das zeigt natürlich schon mal, wenn man den als wertvollsten Spieler nimmt und den wertvollsten Spieler der Schweiz mit vielleicht 6 oder 7 Millionen, dass da schon ein Riesenunterschied ist. Und ich denke nicht, dass die Schweiz hier wirklich eine Chance hat. Und deswegen finde ich dieses Spiel extrem krass von den Quoten her. Denn eine Quote von 1,87 auf Deutschland gegen die Schweiz, wie kommen die darauf? Klar. Gegen Spanien haben sie in der Nachspielzeit haben sie das Tor in der 90 plus 6. Minute kassiert und deswegen nicht gegen Spanien, eine der besten Mannschaften der Welt, gewonnen. Auf der anderen Seite haben wir die Schweiz, die verliert gegen die Ukraine. Und das ist halt international gesehen einfach zweite Liga. Wie die in diese A-Liga kommen, frage ich mich. Aber in dem Fall wollen wir uns nicht beschweren, bevor die Buchmacher die Quote in den Keller rutschen lassen, und setzen einfach ganz leise hier einfach Vollgas auf Deutschland-Sieg. Oder was anderes kommt hier gar nicht in Frage. Nee, ich glaube, man könnte sich überlegen, ob ein Asian Handicap auch auf Deutschland sogar noch Sinn macht, dass man sagt, okay, die gewinnen mit mindestens einem Torvorsprung. Mit 2,6 finde ich persönlich sogar die Quote interessanter, denn ich gehe auch von einem deutschen Sieg aus, und ob sie dann 2:1 gewinnen und man sein Geld zurückbekommt oder 2:0 und man verdoppelt deutlich, da ist mir das Risiko auf Deutschland minus 1 schon das wert. Es ist echt irgendwie verrückt. Wisst ihr, woran das liegt? Also dann rein in die Kommentare. Die Schweiz, klar, haben Fußballer, die hauptsächlich auch in der Bundesliga spielen, glaube ich, 9 oder 10 Spieler von denen. Aber es ist dann doch was anderes, ob man in der Bundesliga spielt oder ob man halt auch eine Offensive mit Havertz, mit Werner, mit Sané auch vielleicht sogar, wenn der fit sein sollte, dann aufs Parkett schickt. Und ja, also da kann man wirklich bedenkenlos hier ein Minus 1 machen. Vielleicht bedenkenlos vor allem wegen der Quote. Ne? Ja, also genau. Ich meine, die Anreisen für beide Mannschaften jetzt nicht komfortabel, beziehungsweise besser gesagt von der Schweiz, sie fliegen aus der Ukraine wieder zurück, die Deutschen, wie gesagt, 300 Kilometer entfernt. Ja, aber das ist ja gerade mal fettes Argument für die Deutschen auch wieder. Wo die Schweizer vielleicht noch mehr Energie rausholen könnten, spricht wirklich, je länger man überlegt, immer weniger
für die Eidgenossen. Von daher ist minus 1 doch tatsächlich unsere Wette. Ne? Mhm. Und dann haben wir noch einen Blick auf die Tore. Auch die finde ich höchst attraktiv ausnahmsweise. Wann kriegt man schon mal bei einem Fußballspiel eine Quote von 2,5 Tore, eine Quote jenseits von 2? Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Deutschen das nachholen, was sie gegen Spanien jetzt nicht getan haben. Klar, wir haben immer noch dieses Konstrukt dieser UEFA Nations League, das keiner so richtig cool findet. Und die Spieler wollen sich in erster Linie nicht verletzen. Allerdings geht es ja auf beiden Seiten so. Und die Schweiz wird Deutschland jetzt weniger vor Probleme stellen als die Spanier. Und von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass hier einfach mehr Tore fallen als 2. Ja, ist jetzt keine Wette, wo ich mitgehen würde. Ich glaube auch wieder, dass wir ein torarmes Spiel sehen werden. Wir haben jetzt übrigens von den gestrigen 10 Nations League Spielen, habe ich gerade mal nebenbei geschaut, 7 Spiele unter 2,5 Tore. Also, und ich wüsste jetzt nicht, warum die innerhalb so kürzester Zeit den Hebel umlegen sollten. Aber, wie du schon sagst, die Quote spielt auch ein bisschen die Musik und da ist das sicherlich nicht uninteressant, wenn man ein bisschen Gefühl dafür hat, dass viele Tore fallen, die 2,5er-Quote mitzunehmen. Mhm. Wir sind damit schon bei unserem Ergebnis. Soll ich vorlegen? Gerne. Also ich backe, für mich gibt es eigentlich jetzt nur eine Möglichkeit zu tippen, wenn wir sagen, Deutschland minus 1, aber unter 2,5 Tore, ist das Ergebnis 2:0 der Deutschen. Da hat er gut mitgerechnet und diese Neunerquote finde ich schon schön. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht schießt die Schweiz sogar ein Tor, aber Deutschland schießt halt 3. Dann haben wir auch unsere Asian Handicap Wette gewonnen und die Over 2,5 und es gäbe eine 15er-Quote. Also, Tippspiel eröffnet, was sagt ihr? Kommentiert. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann Glocke an und Abo und dann freuen wir uns darauf, wenn dann dieses Ergebnis auch eintrifft. Zumindest die Wette, denn da haben wir einen guten Lauf zuletzt gehabt. Ganz genau. Und noch 6 weitere Länderspiele wird es in diesem Jahr geben bis November. Jürgen Löw ist ja kein Fan von, dafür nominiert er viele, viele neue Leute. Robin Gosens auch wieder einer, sein 107. Debütant. Mal schauen, was uns Löw die nächsten Wochen alles noch so hinzaubert. Auf jeden Fall wunderschönes Wochenende, gute Tipps und bis zum nächsten Mal.